Hallo und hallo, willkommen zu einer weiteren Folge in Mission Thrall und Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Mann gleich. So, wir haben wieder zwei Kommentare heute von Maxi Martin. Hey, ich bin zurück und ich wollte sagen, dass ich heute eine Mythic Lila gezogen habe. Also, erstmal freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist, Maxi Martin. Und, geil! Mythic Lila ist richtig geil. Als ich die damals gezogen hatte, war ich mega happy und ich bin immer noch froh, weil ganz ehrlich, ist mit einer der coolsten Mythics, die du kriegen kannst. Also wirklich, Mythic Lila ist geil. So, also Gratulation dazu. Dann haben wir MTB Buddy, bist echt cool und ich bin heute Level 12 geworden, spiel erst seit einer Woche und was kann man genau mit der Mastery Combo anfangen? So, also, erstmal Cross, Alter, dass du schon nach einer Woche Level 12 jetzt erreicht hast, das ist schon echt stark. Finde ich mega cool, das heißt also, du bist super aktiv. Ja, und dann dürftest du jetzt ab Level 12, also Arena Level 12, ne, wohlgemerkt, müsstest du jetzt auch die Combo Masteries benutzen können. Also vorher, vor Level 12 sind die gesperrt. Erst ab Level 12 werden die freigeschaltet. So, und das ist, habe ich schon mal in dem anderen Video erklärt, bedeutet also, du gehst eigentlich, also wenn du die Combo Mastery kaufst, gehst hier oben ins Erforschen rein und dann kannst du hier hinten die Combo Meisterschaft machen. Das heißt, du ziehst dann hier eine Karte rein und dann musst du eben da draufklicken. Ich habe jetzt für den Dolphin Rider Peter keine Tokens. Wenn ich jetzt hier ein zweites Krönchen haben wollen würde, bräuchte ich jetzt noch ein bisschen was und dann hätte er eben diese Werte hier. Also normalerweise wird es um 10% stärker. Congregate kann ich richtig rechnen scheinbar, deswegen sind anstelle von 24, wenn der 22 plus 10% wäre nochmal so 24, bei Congregate sind es 23. Also, sorry Congregate, aber ich muss das so sagen, es ist leider wirklich so. Ja. Also mit den Combo Masteries kannst du dann Kombos, die du bereits erforscht hast, geht nur mit Kombos, die du bereits erforscht hast, die dann nochmal pushen. Für alles andere macht es keinen Sinn. So, heute haben wir hier die Mythic Louise in Mamas Altmuschigane Schatulle, also nicht wirklich ganz so prickelnd. Hier haben wir, also heißt nicht, dass Mythic Louise schlecht ist, aber Mythic Louise ist eben eine Farmable. Dann brauche ich die nicht da zu versuchen zu bekommen. Professor Farnsworth mit Highschool Bill, Neil Goldman, Student Lucky und Bill Daugherty. Das ist eine Monsterbox, die ist richtig geil. Aber eben bringt nicht ganz so viele Mythic Fragments. Ne, also sprich, da müsste man ganz viele davon kaufen, um eben den Mythic Professor Farnsworth zu bekommen. Dann haben wir die Mathy Debater Box nach wie vor, von der bin ich jetzt nicht ganz so begeistert, da diese Luann Platter da drin ist und Bible Study, ja, so Eugene Belcher wiederum ist ganz gut, Student Lucky, Neil Goldman, Henry Haber Debater ist geil, also sind schon gute Karten, es ist 4 zu 2, sage ich mal, ja. 4 zu 2. Zwei nicht so gute Karten, finde ich, und dafür vier gute. Muss jeder sich selbst überlegen, ob er das machen möchte, riskieren möchte. Philip J. Fry ist relativ geil, mit einer der geilsten Legendären, die es gibt. Für 1100 Gems finde ich es relativ teuer, aber wer den eben schon in irgendeiner Form hat und unter Umständen Quadfusen möchte oder so, dem braucht da noch was. Da macht es dann schon Sinn, ne, diese 1100 eventuell hierfür auszugeben. So, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft und da sehe ich hier ganz rechts eine mega Monster Mörder geile Combo. Die ist so brutal. Die ist so brutal, der Dr. Bombstein. Aber dazu kommen wir noch. Der Gender Bender ist die erste Combo, die wir jetzt hier am Start haben. Gender Bender. Sieht folgendermaßen aus. Das ist einmal ein Bänder mit Sportkarten, wie beispielsweise hier Push-Ups. Ich werde die jetzt erstmal wieder auf Maxed Out setzen, damit man das ein bisschen besser einschätzen kann, was da hinten bei rauskommen würde. Death Ball, Flag Football, Capoeira, Freezer Dome, Arcturianisches Kung Fu, Diamond Crusher, Arlen YMCA und Brian, The Home Invader.
Erste Mauer, dann kriegst du Leben mit hinzu bei der Combo und eben Cheers. Also, ist jetzt. Also, ich finde den Genderbender nicht besonders toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das muss eben jeder selber wissen, ob er das Ding. Also, ich würde auf keinen Fall 500 Gems für ausgeben. Nope. So, dann kommt eine noch schlechtere Combo: Scooty Puff Junior. So bescheuert sich die Combo anhört, so beschissen ist die dann auch. Also es ist hier mit Spielzeugkarten und ich denke mal, oh, der Wireless Audio Transmitter ist sogar mit dabei. Sieh mal eine an. Ist die einzige Spielzeug-Legendäre, die es so in dem Spiel gibt, soweit ich das aktuell weiß. Scooty Puff Junior hat überhaupt keine Effekte mehr und ja, selbst, also ich, da brauche ich gar nichts zu gucken, das ist Käse. Also, die kannst du auf den Mond schießen, die Combo. Aber jetzt kommen wir zu einer und die ist halt monströs. Ja, der Dr. Bobenstein. Wenn der Dr. Bobenstein aufs Feld kommt, dann ist das Match meistens bereits entschieden. Also, Dr. Bobenstein ist ein absolutes Megamonster und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, Dr. Bobenstein. Hier, schaut also hier gerade mit Mythic Bob. Die meisten von uns haben ja Mythic Bob noch aus den Swole Clubs. Und dann zieht euch das rein, wenn du den hast, hier mit 21. Okay, ich habe jetzt Maxed Out gemacht. Das ist natürlich Schwachsinn, weil die meisten haben jetzt keinen Bob Maxed Out. Wir können das gleiche dann nochmal hier für die Epic machen. Was dabei rauskommt, ist auch mal ganz interessant. Bei meisten von uns wird es in etwa so aussehen. Die Kostümkarte ist wahrscheinlich gemaxt und der ist eben einfach. Aber ungefähr, schätze ich mal, wird der Wert hier hinten rauskommen. Also mit 18 Craze, 25 Leech und 29 durch eine Mauer durchstoßen. Da kann sich dann jeder selber ausrechnen, was dann letzten Endes passiert. Du hast hier nach der ersten Runde bereits 39 Angriff. Ja, und die haut voll durch die Mauer durch. Und das Ding, das heilt sich selber und dadurch ist der halt absolut bestialisch gefährlich. Ist das eigentlich die stärkste? 18,25. Hier mit 24 Angriff sogar bei Hottie's Salon. 18,25. Mit Furry Convention noch ein bisschen stärker. 18. 25, 22, 18, 26, 27 mit Shrimpy Shrimps nochmal eine Spur stärker. 18, 26, 27. 18, 26, 27. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? 18, 26, 27. 18, 26, 27. Und vor allem, es gibt halt mega viele Kombo-Möglichkeiten für das Ding, ne? Also, ich glaube, Furry Convention. Hier der Doink. 1826 war Furry Convention und das war der hier. Nee, Shrimpy Shrimps war's. Shrimpy Shrimps ist halt eine mega Mörder-Kombo, ne? Ja, und was muss ich bei mega Mörder-Kombos natürlich machen? Die muss ich mir natürlich kaufen. Leider habe ich jetzt wieder. Also wenn die morgen gekommen wäre, wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, aber ich weiß nicht, aber also, gut, hätte jetzt auch nichts gebracht. Da wir jetzt aktuell in beiden Gilden sehr, sehr schwere Gegner haben und ich glaube kaum, also, dass wir diesen Siege jetzt gewinnen werden, müssen wir mal schauen. Insofern würden da jetzt sowieso keine Steine mehr mit hinzukommen heute. Also insofern ist es auch wieder wurscht. Aber dann kaufe ich mir das Ding jetzt einfach mal. Ja, machen wir das doch mal hier. Reicht leider nur für ein Pack. Dann kann ich auch zeigen, was dann letzten Endes passiert damit. Ich habe mir jetzt diesen Dr. Bobenstein gekauft. Machen wir danach. Jetzt gehen wir nochmal rüber zur letzten Combo, die ich so in dieser Form auch noch nicht gesehen habe. Ah, gibt halt Combos, also die sind unfassbar scheiße. Coffee Snatcher. Die sind so scheiße, dass du die in der ganzen Zeit, seitdem du das Ding spielst, eigentlich noch nie gesehen hast. Ja. So, das ist der Coffee Snatcher. Und dann gucken wir uns den Coffee Snatcher mal an. Das ist tatsächlich eine Louise mit Espresso.
Espresso ist ja so eine Special-Karte, gibt es nur in Grau. Und da gibt es halt Espresso-Tina und so weiter. Also ganz spezielle Karten, Kombos, die es sonst überhaupt nicht gibt. So, und dann haben wir hier letzten Endes Coffee Snatcher mit, es ist eine Hyper sogar, mit 15-fach Leech. Ja. Kommt aus der Mythic Lila raus, ne? Also, Mythic Louise, sorry. Also völliger Nonsens, das Ding. Völliger Nonsens, ja. So, ja, Dr. Pomestin haben wir uns geholt. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier oben rein. Und dann zeige ich euch jetzt oder denjenigen, die es jetzt noch nicht kennen. Jetzt habe ich die geholt. Jetzt kann ich die hier, ne, auswählen. Dann ziehe ich die rein, mache das hier und sehe jetzt auch letzten Endes, was dann passiert. Wenn ich die mir hole, hat er 12-fach Craze, 17-fach Leech, 20-fach Stoß, 16-fach Angriff und 69. Ist auch sowas, ne? Wenn ich das jetzt hier hochrechne, normalerweise wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass wir bei 70 landen. 69 Leben. Aber gut. So, dauert jetzt bei mir hier 24 Stunden, bis das Ding durch ist. Da unten könnte ich theoretisch mit Gems das holen. Und dann, wenn dann diese Combo gespielt wird, dann hat die eben stärkere Werte. Ne? So. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder ist. Animations Rowdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.